Einen sehr schönen Sonntagabend wünschen wir Ihnen. Hier ist Ihre Abendschau. Sonntags ja sowieso immer sehr sportlich, heute aber noch mal mehr, denn heute war Halbmarathon in der Stadt. Und freudestrahlend sind mir heute Nachmittag dann auch die vielen Läufer und Läuferinnen entgegengekommen, stolz wie Bolle mit ihren Medaillen um. Silke, einer war aber nicht nur ganz besonders stolz, sondern auch sehr, sehr schnell. Verdammt schnell, noch nicht mal eine Stunde hat er gebraucht für die gut eingeschnitten. Silke, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Große Sportereignisse in der Stadt bedeuten für viele auch, Auto einfach mal stehen lassen, obwohl gerade jetzt tanken mal nicht so sehr wehtut. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine kostet Sprit im Durchschnitt wieder weniger als im Vorjahreszeitraum. Müssen wir aber auch zu sagen, der März 2022 war der teuerste Tankmonat aller Zeiten. Morgen Vormittag soll der Koalitionsvertrag von CDU und SPD präsentiert werden. Bevor es heute Abend noch mal spannend wird, wer welches Ressort im neuen schwarz-roten Senat übernehmen könnte, lief bisher ja alles auffällig glatt. Hier gute Laune, zügige Gespräche, pünktlich Feierabend statt anstrengender Nachtsitzungen. Inhaltlich haben sich beide Seiten auf jeden Fall auf die wichtigsten Eckpunkte ihrer zukünftigen Zusammenarbeit geeinigt. Und jetzt für Sie noch mehr Wichtiges von diesem Sonntag im Überblick. Der Weg ist klar gezeichnet. Autos sollen insgesamt weniger Platz als bisher in unserer Stadt bekommen. So schreibt das Berliner Mobilitätsgesetz vor. Bis 2030 müssen alle Hauptverkehrsstraßen mit breiten Radstreifen ausgestattet werden. So auch die Grunewald und weiter die Berliner Straße in Schöneberg. An wen bei dieser Neuverteilung des Straßenraums relativ wenig gedacht wird, sind die vielen Lieferautos. Die haben jetzt schon kaum Platz und sind gerade deshalb auch eine große Gefahr für Radfahrende. Ein Pilotprojekt könnte das jetzt ändern. Eine Woche vor Ostern wird es mit den Festtagen der Staatsoper schon mal langsam feierlich. Es ist eine Tradition, die 96 Daniel Barenboim ins Leben gerufen hat. Bis Januar ja noch Generalmusikdirektor war er vergangenes Jahr auch noch als Dirigent dabei, musste aber auch da schon aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Also nun das erste Mal ohne Barenboim. Petra Gute, heute Abend ist die Eröffnung. Warum denn jetzt aber in der Philharmonie und nicht in der Staatsoper? Ich freue mich jetzt schon auf die Zuschauerpost. Oh, ja. Silke, lieber mehr Bilder vom Halbmarathon. Kann ich liefern. Also schauen wir uns direkt mal an. Also es ist ja letztendlich das erste Highlight im Laufjahr 2023, der Halbmarathon. Viele waren dabei bei den doch recht frischen Temperaturen. Rund 21 Kilometer gab es zu bewältigen. Und die Profis, sie sind ja vor dem Start im Tunnel oder sie machen es wie Robert. Ja, und beide Berliner Fußball-Bundesligisten waren ja gestern Nachmittag im Einsatz. Union darf sich über 3 Punkte freuen. Gegen Tabellenschlusslicht Stuttgart setzten sich die Eisernen 3:0 zu Hause durch. Und die Hertha holte 1 Punkt in Freiburg und beendet damit die Negativserie von zuletzt 8 Auswärtsniederlagen. So ist es und gute Stimmung auch bei Alba Berlin, die in der Basketball-Bundesliga 79:61 in Frankfurt gewonnen haben. Die Bilder gibt es dann später in RBB 24 und schon jetzt den Spielbericht online. Waren doch harmlose Bilder, die ich mitgebracht habe, oder? Die habe ich besser vertragen, ja. Dankeschön, Silke. Kaum eine Gegend in Berlin verändert sich ja so sehr und schnell wie das Ufer der Spree, besonders in Mitte und Kreuzberg. Vor Jahren gab es hier noch die große Berliner Freiheit mit Füßen im Sand und Party in der legendären Bar 25. Aber auch drumherum verschwinden die letzten Brachen. Jetzt ist rund um die alte Eisfabrik mit der Luisenstadt ein neues Stadtquartier nahezu fertig. Uli Zelle dreht eine Runde durch den Kiez. Egal ob für die hippe Mitte oder für den Außenbezirk, jetzt ist Wetter heute Nacht frostig. -1 bis -2 Grad. Morgen ganz ähnliches Wetter wie heute, so ein trockener Mix, aber auch mal Sonne neben Wolken, 5 bis 6 Grad. Genau die gleiche Mischung dann auch in den nächsten Tagen, am Mittwoch noch mal nass. Es bleibt nachts frostig, tagsüber wird es so langsam wärmer. Und wir joggen jetzt inspiriert vom Halbmarathon nach Hause. Ne? So machen wir es und wünschen einen schönen Abend. Bis morgen, ciao. Tschüss. Gut joggst.